Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, leider ist es so, dass noch immer sehr viele junge Geflüchtete, die hier in Bayern einen Hauptschul- oder Mittelabschluss mit Erfolg bestanden haben und dabei natürlich beachtliche Integrationsleistungen gezeigt haben, auf die Genehmigung ihres vorgelegten qualifizierten Ausbildungsvertrags. Über 4.000 hätten im September eine Ausbildung beginnen können. Laut Information der Bundesagentur für Arbeit, Zahlen des Bayerischen Innenministeriums liegen leider immer noch nicht vor, waren im November 2017 1.635 junge Menschen mit Fluchthintergrund in Ausbildung, 414 dann von diesen erwerbstätig, 215 in Fördermaßnahmen, aber fast 2.000 unversorgt. Das ist eine schlechte Bilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da hilft es auch nicht, Frau Aigner, wenn einige von Ihnen ein Praktikum gemacht haben. Obwohl bei dem Ehrenamtsempfang im Landtag ein Vertreter der IHK darauf verwiesen hat, dass in Bayern 10.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt sind, dürfen so viele immer noch nicht eine Ausbildung beginnen. Viele Ehrenamtliche baten bei den Ehrenamtsempfangen, dass die 3+2-Regelung nicht so restriktiv wie möglich, sondern so großzügig wie möglich praktiziert werden sollte. Und es ist so, dass eine Reihe von Petitionen nach wie vor nicht bearbeitet worden sind, aber abgegeben worden sind, um eine Ausbildungsgenehmigung zu erwirken. Wir hoffen, dass die Betriebe, die integrationswilligen Geflüchteten und die Ehrenamtlichen nicht länger durch bürokratische Mühlen zermürbt werden und bei den Helferinnen und Helfern und den Geflüchteten nicht die Botschaft ankommt, Integration lohnt sich nicht. Ganz konkret bitten wir mit diesem Antrag zum einen, dass Geduldeten, die nicht abgeschoben werden oder zurückkehren können, einen vorläufigen Ausbildungsbeginn bekommen sollen von unseren Ausländerbehörden, also genehmigt bekommen sollen, auch wenn die Beschaffung von Pass-, Geburts-, Identitäts- oder Abstimmungsurkunden aus manchen Ländern mehrere Monate in Anspruch nimmt. Das kommt vor. Im Verfassungsausschuss wurde der zweite Spiegelstrich gestrichen, weil der müsste etwas komplizierter formuliert werden, als er hier steht. Also der bleibt natürlich unberücksichtigt. Und wir bitten weiter, dass für nicht in Afghanistan geborene Afghaninnen und Afghanen, die auch keine Verwandten mehr in Afghanistan haben, praktikable Wege zur Identitätsklärung aufgezeigt werden. Es kann nicht sein, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Innenministeriums, dass nur mit Hilfe von Rechtsanwälten, mit Hilfe von vermittelnden Abgeordneten, ich weiß, einige von Ihnen waren auch in diesen Bereichen tätig, eine Ausbildungsduldung bewirkt werden kann und die Beschaffung der Papiere bewerkstelligt werden können. Und ich habe leider immer noch einige E-Mails in meinem Account, die sagen, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wir wissen nicht, wie es gehen soll. Und dazu kommt natürlich, dass viele derjenigen, denen es bisher nicht gelang, Papiere zu beschaffen, Sorge haben, als angebliche Nicht-Mitwirker in Verdacht zu bekommen, obwohl sie das gar nicht sind. Einer derjenigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die im Januar bei einem Sammelabschiebeflug nach Afghanistan abgeschoben worden sind, ist mittlerweile wieder hier, dank der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher, die sehr viel Geld ausgegeben haben, wurde der Abschiebeflug bezahlt und auch die ganzen Rechtskosten, Visakosten und so weiter und so fort. Er ist jetzt endlich wieder in Ausbildung. Da frage ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum hat dieser junge Mann im Januar abgeschoben werden müssen? Wäre es nicht möglich gewesen, mit einer etwas weniger restriktiven Genehmigungspraxis diese Ausbildungsgenehmigung früher zu erwirken und das Ganze in guter und enger Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen, die den Flüchtling betreuen. Wir bitten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie mit uns im Zweifel für die Ausbildung und
Ich habe dann noch einen Wunsch frei, weil Weihnachten ist, aber die Sozialministerin geht leider schon. Und zwar wurde dankenswerterweise bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 7. Dezember beschlossen, dass es auch eine 3-plus-2-Regelung für Geflüchtete auch bei einjährigen Helferberufen geben soll. Ich bitte Sie, dieses baldmöglichst umzusetzen, denn gerade solche Helferberufe sind ein guter Einstieg in eine spätere qualifizierte Ausbildung. Also setzen wir diesen Beschluss möglichst schnell um und lassen wir ihn nicht allzu sehr hier in der Schublade verharren. Kleinen Moment bitte.